Die ganze Zeit aufgenommen, gar nicht gemerkt, dass ich aufnehme. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einem neuen Video und damit zu etwas, was die Welt gerade erschüttert. Es geht um Zara. Gestern ist es viral gegangen und ich habe überlegt, wie soll ich dieses Video starten, damit es nicht so voreingenommen klingt. Aber das ist gar nicht möglich, unvoreingenommen dieses Video zu starten. Ich hätte euch am liebsten gefragt, was denkt ihr, wenn ihr diese Bilder hier von Zara seht? Damit ihr versteht, worum es geht. Zara hat eine neue Kampagne rausgebracht. In dieser Kampagne, ich versuche es wirklich so auszudrücken, dass ich nicht so voreingenommen klinge, weil es gibt Menschen, die sagen, es ist eine Interpretationssache. Ich persönlich finde das eindeutig. Im ersten Bild seht ihr das? Irgendwie sieht es hinten, ich weiß nicht, teilweise kaputt aus. Ist das ein Leichensack? Ein weißes Leichentuch mit einem Mensch da drin, so sieht es für mich aus? Wie sieht es für euch aus? Soll das hier zum Beispiel ein Gebäude darstellen? Sieht man Beton auf dem Boden? Ja, was teilweise so ein bisschen kaputt aussieht. Eine Leiche im Kasten mit einem Arm, der rausragt. Nächstes Bild. Auf dem Boden sehen wir eine Leiche. Erst einmal sollten wir uns fragen, was haben Lederjacken für ein Statement? Ich finde, Lederjacken haben etwas Rebellisches. Und vor allem, wenn Lederjacken mit Nieten besetzt sind. Ich finde das in dem Zusammenhang einfach. Sagt mir bitte, was ich darüber denken soll, because ich kann nichts Positives über Zara momentan denken. So sehr ich auch versuche zu sagen, interpretiere da nicht so viel rein, aber angesichts der Lage und ganz ehrlich, niemand kann mir erzählen, dass er nicht weiß, was sich momentan in der Welt ereignet. Es sei denn, du lebst wirklich abgeschieden auf einer Insel ohne Internet, dann bist du entschuldigt. Leiche auf dem Boden, während jemand drüber steht, ey, das ist einfach meiner Meinung nach sehr geschmacklos. Ich finde das komplette Bild einfach mit dem Beton, mit Betonbröcken. Was mich sehr stört an dem Bild, ist die Tatsache, als ich die Bilder gesehen habe, die ersten Male, ich im Kopf, ich habe geschrien, aus dem Grund, weil jeder, der zum Beispiel Motas verfolgt auf Instagram. Es ist ein jetzt mittlerweile sehr bekannter Fotograf, der die Ereignisse in Gaza fotografiert, weil er sie hautnah miterlebt, weil er Palästinenser ist. Und viele der Bilder zeigen auch auf, dass viele, viele Palästinenser sterben, werden in weiße Tücher gewickelt. Und sie sehen genauso aus wie in dieser Zara-Kampagne. Und da kommt mir direkt ein ganz bestimmtes Bild in den Kopf, und zwar die Mutter, die ihr Kind in einem weißen Tuch trägt. Zara zeigt in ihren Fotos bestimmte Szenen, die meiner Meinung nach die Geschehnisse in Gaza widerspiegeln. Wenn jetzt irgendjemand in den Kommentaren schreibt, das Ganze ist ein Zufall oder ein Unfall, ist jemand, der schon mal im Einzelhandel gearbeitet hat. Man bekommt einige Dinge mit, die im Background laufen. Und wenn Kampagnen geplant werden, erstens werden sie Monate im Voraus geplant, zweitens geht das über so viele Instanzen, bevor man das Go hört, dass die Kampagne online gehen kann. Genau deswegen, und ich weiß ganz genau, dass so viele Köpfe dahinter stecken, kein einziger von all den Köpfen, die in der Marketingabteilung sitzen oder in der Designabteilung, haben gesagt, okay, hey, stopp mal, ich glaube, das ist ein bisschen zu insensitive, because of die Lage, die wir hier gerade haben mit Gaza und Israel. Ihr könnt jetzt sehen, wie angespannt die Lage ist. Leute fühlen sich so getriggert, dass sie auf die Straßen gehen und Zara lautstark boykottieren. Oder in den Stores reingehen und rumschreien, was ehrlich gesagt meiner Meinung nach voll verständlich ist.
einige, die sagen, hinten im Background, auf dem Bild, sieht man eine zerrissene, nicht Wand, sondern Papier. Viele sagen, dass es genauso aussieht, wie wenn man auf der Karte schaut, dann siehst du Palästina. Sieht 1:1 gleich aus. Und das soll das genau darstellen. Was meint ihr? Denkt ihr, es ist wahr oder nicht? Ich denke nicht, dass die Menschen das sehen wollen, was sie sehen wollen. Bis gestern hatte Zara noch kein Statement rausgehauen. Heute gibt es aber nun ein Statement von Zara und das gucken wir uns gemeinsam an. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich sagen soll. Ich habe es noch nicht ganz gelesen. Lasst uns mal reinhören. Nach dem Anhören, die haben es by the way auf Instagram veröffentlicht und nur auf Instagram, nach dem Anhören der Kommentare zur neuesten Zara Atelier Kampagne The Jacket, wir möchten unsere Kunden Folgendes mitteilen. Die Kampagne, die im Juli konzipiert und im September fotografiert wurde, präsentiert eine Reihe von Bildern unvollständiger Skulpturen im Atelier eines Bildhauers und wurde ausschließlich mit dem Zweck entstanden, handgemachte Kleidungsstücke in einem künstlerischen Kontext zu präsentieren. Wenn ihr Bescheid wisst, der Genozid, der stattfindet in Gaza, hatte im Oktober angefangen. Leider fühlen sich einige Kunden durch diese Bilder, die jetzt entfernt wurden, beleidigt und sah in ihnen etwas, was bei der Herstellung nicht erwartet wurde. Zara bedauert dieses Missverständnis und bekräftigt unseren großen Respekt gegenüber allen. Ich persönlich glaube ehrlich gesagt, dass das Bullshit ist, weil selbst wenn es so ist, dass es damals konzipiert worden ist, also die sagen ja, dass es im Juli konzipiert wurde und im September wurde es fotografiert. Und guck mal, wann es veröffentlicht worden ist. Es wurde jetzt im Dezember veröffentlicht. Warum ist niemand auf die Idee gekommen, um zu sagen, hey, gerade sieht die Lage und so aus. Ich glaube, es wäre nicht gut, dass wir das jetzt veröffentlichen. Verstehe ich nicht. Es besteht nicht nur aus einem Menschen, sondern aus so vielen, die in der Abteilung sitzen und niemand, wirklich niemand hat sich darüber Gedanken gemacht. Verstehe ich nicht. Ich habe eher das Gefühl, dass Zara versucht, sich rauszureden. Die Kommentare, they don't disappoint me. Jemand schreibt, diese Entschuldigung gibt mir, oh, Entschuldigung, dass du dich so fühlst, Vibes. Hier schreibt jemand anderes, ich kaufe es nicht, bis ich sehe, wie du eine palästinensische Flagge mit der Bildunterschrift postest. Du hast dich an diesem Ort gebracht, bis dahin leb wohl, Zara. 30.000 Likes. Die Kommentare sind eindeutig und niemand kauft es wirklich ab. Entschuldigung ist auf jeden Fall nicht akzeptiert von vielen hier. Viele bleiben bei dem, was sie sagen. Wow, ich bin jetzt gespannt, wie sich das entwickelt. Viele sagen aber auch, ja, das ist doch genauso wie mit Balenciaga. Jetzt regen sich alle auf und dann ein paar Monate später fangen dann wieder an, die Leute die Sachen zu kaufen. Das glaube ich tatsächlich nicht. Balenciaga ist sowieso so eine Marke, das kann sich halt nicht jeder leisten. Zara ist schon eher erschwinglicher. Lasst mir sehr gerne eure Gedanken zu diesem Thema da. Und ich würde sagen, wir sehen uns ganz bald wieder zu meinem nächsten Video. Ciao.